Ja, und somit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie diese kleine Schachtel hier im Hintergrund schon verrät, geht es heute um den Asus ROG Swift PG329QW Gaming Monitor. Das W steht hierbei für die White Edition. Das Ganze ist ein 32 Zoll Monitor mit einer WQHD Auflösung und integriertem Nvidia G-Sync Technology, um möglichst flüssige Bilder zu erreichen. Was alles hier im Lieferumfang mit dabei ist und mir das weiße Design dann wirklich schlussendlich gefällt und ob ein 32 Zoll Monitor für das Gaming wie auch Homeoffice oder Media wirklich geeignet ist, sehen wir gleich im Anschluss. Also bleibt dran! So, dann haben wir hier einmal das Netzkabel für die Powerbrick. Ganz normaler Schweizer Stecker, wie man sieht. Nichts Spezielles. Dann haben wir hier die Powerbrick. Mit einer Leistung von 240 Watt und 150 Volt. Genau, schön schmal mit dem Asus Branding hier. Auch nichts Besonderes. Und dann hier wie immer obligatorisch die unnötigen kleinen Papierhandtücher, die eigentlich niemand liest. Asus VIP Member Notice, wie man es halt kennt. Und dann hier offensichtlich noch ein Color Calibration Testing Report. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen bei einem Monitor. Ich denke mal, das ist hier mit dabei, weil dieser Monitor HDR besitzt, schätze ich mal. sRGB 99,2%. Ja, da kann ich jetzt nicht wirklich viel damit anfangen, von daher kommt das gleich wieder mit in die Kiste. Und dann haben wir hier noch eine schwarze, unscheinbare Box. Mal schauen, was hier alles mit drin ist. Republic of Gamers sieht man jetzt ein bisschen schlecht, steht hier vorne drauf. Schätze ich mal, ist eine Art Handbuch. Welcome to the Elite Republic of Gamers Community. Your ROG Swift Gaming Monitor is engineered and tested for gaming perfection. It's time to experience gaming mastery on another level. Game on! Schönes kleines Willkommenskärtchen aus Karton. Dann diverse Aufkleber. Nochmal ein kleines Handbuch. Und die Aufbauanleitung. Oder auch Quick. Quick Guide. Genau, wie man alles einstellen muss und so weiter und so fort. Dann natürlich, wie bei allen Asus ROG Produkten, gibt es wie immer ein paar Sticker mit dabei, die ich eigentlich ziemlich nice finde immer. Do not disturb, Republic of Gamers, Game on. Ziemlich nice Sticker.
Genau. Und dann noch diverse andere Kabel. Hier haben wir ein deutsches Netzkabel, das werde ich zum Beispiel nicht gebrauchen, weil ich in der Schweiz wohne. Dann haben wir hier ein, lass mich kurz schauen, HDMI auf HDMI Kabel. Werde ich wahrscheinlich auch nicht gebrauchen, da ich meistens mit DisplayPort Kabeln arbeite. Daher kommt das gleich wieder in die Verpackung. Und dann haben wir hier ein DisplayPort auf DisplayPort Kabel. Schön wieder auch hier mit dem Asus ROG Branding. Dann haben wir hier ein, lass mich kurz sehen, ein DisplayPort auf DisplayPort Kabel, das werde ich sicherlich brauchen. Und dann haben wir hier noch, glaube ich, ein USB-Kabel. Genau, USB-A auf diesen Anschluss hier, den man beim Monitor anschließen kann, um die USB-Anschlüsse des Monitors mit Strom zu versorgen. Yes! So, und dann haben wir hier noch zu guter Letzt den Standfuß, der schon mal ziemlich massiv wirkt. Ist aus Metall, wie man hört oder auch gleich sehen wird. Natürlich, wie gesagt, in der White Body Edition, also in weißer Lackierung. Nvidia G-Sync Schriftzug hier. Schön in weiß mit silbernen Akzenten hier. Sieht auf jeden Fall wirklich schön aus. Ist so ein bisschen mattes Weiß. Sieht wirklich schön aus und wirklich aus sehr hartem, starkem Metall. Genau, das wär's bisher. Und jetzt noch zum Monitor selbst. Außerdem kann man den Bildschirm in der Höhe von 10 cm verstellen.
So wie man sieht, wirklich fast an dem Boden des Standfußes. Und unter anderem auch von minus 5 Grad bis 20 Grad neigen und auch 25 Grad jeweils in die rechte und linke Seite drehen. Somit hat man also wirklich sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, um die perfekte Sicht auf den Bildschirm zu bekommen. Ja, kommen wir nun zum Fazit des Monitors hier im Hintergrund nach ca. einem Jahr Benutzung. Ich hatte nie Probleme damit, alles lief perfekt, auch keine Pixelfehler oder sonstiges, von daher schon mal Daumen hoch dafür. Kenne ich auch ein bisschen anders von anderen Monitoren. Das weiße Design gefällt mir mittlerweile ziemlich gut, finde ich sehr schön und passt auch so ein bisschen ins ganze Setup mittlerweile hinein, hier mit dem Whitebild im Hintergrund. Und bringt auch so ein bisschen Frische mit ins ganze Setup, weil man ja sonst eben immer so eigentlich bloß dunklere Gegenstände hat. Auch die ganzen Akzente, wie hier unten das ROG-Logo im silbernen Design, finde ich sehr schön und passend. Die RGB-Beleuchtung auf der Rückseite hätte man natürlich weglassen können, also ich meine, wenn der Monitor gegen eine Wand steht, sieht man das sowieso nicht. Und die Beleuchtung ist so minimal, dass man es vielleicht, ja, zwei, dreimal merkt und sonst nie. Also wirklich kein Kaufgrund dafür. Von der Bildqualität her finde ich die Farben ziemlich schön und poppig. Und kräftig auch. Sehen sehr schön aus. Ich finde, es bringt jetzt hier nichts, wenn ich euch irgendwie den Monitor abfilme durch eine Kamera und ihr das Ganze wieder auf einem anderen Bildschirm seht, dann, ja, sieht sowieso wieder ganz anders aus als jetzt hier bei mir live vor Ort. Von daher müsste sich hier jeder wirklich selber ein Bild machen. HDR ist ja hier auch mit dabei. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so oft benutzt, obwohl ich den Monitor auch wegen HDR gekauft habe. Aber ich habe bemerkt, Windows 11 macht da doch ein bisschen manchmal Probleme damit. Ja, in manchen Spielen sieht es auch nicht so gut aus, wie man das gerne hätte. Und aufnehmen kann man sowieso vergessen, das ist ein richtiger Krampf mit HDR da irgendwie zu schaffen, weil es wirklich sehr aufwendig ist. Aber trotzdem, die paar Mal, die ich es benutzt habe, ja, sah es ja 50% der Spiele eigentlich gut aus. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so oft benutzt. Und da kommt es halt immer auch so ein bisschen aufs Spiel drauf an, ob das Spiel HDR fähig ist oder nicht. Aber ja, ansonsten kann ich hier wirklich bloß Gutes dazu sagen. Nvidia G-Sync Technology ist sowieso gut, da kann man auch nichts Negatives dazu sagen. Und ja, also von mir gibt es einfach 5 von 5 Sternen, wenn man das in Sternen bewerten würde. Eine klare Kaufempfehlung, wenn man auf weiße Designs steht. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, oder gar nicht im Moment, ob der Monitor noch verfügbar ist, ob man den noch so kaufen kann in diesem Design, weil ja vor allem jetzt auch die OLED-Monitore auf den Markt kommen oder immer mehr davon auf den Markt kommen. Und ich selber bin auch wieder am Überlegen, ob ich mir doch einen OLED-Monitor kaufen soll, weil es mich doch einfach interessiert und ich gerne diese OLED-Monitor-Erfahrung hätte. Ja, ansonsten war es das eigentlich schon mit diesem Video hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder mal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.